Andreas Heraf, der BFC Dynamo startet in die neue Saison, Saisonvorbereitung. Sie kommen als neuer Trainer aus Österreich hierher. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in diesen Tag? Ich freue mich natürlich, dass es losgeht. Wenn eine neue Station am Plan steht, freut man sich immer. Ich kenne die Mannschaft jetzt schon ganz gut, habe mit jedem Spieler über den Urlaub Kontakt gehabt, habe persönliche Jungs getroffen, habe mit ihnen telefoniert, habe mit ihnen geschrieben. Also ich kenne die Jungs ganz gut, freue mich jetzt persönlich mit ihnen hier auf dem Platz zu stehen. Sie kommen aus der ersten Liga Österreichs in die vierte Liga in Deutschland. Welche Ziele haben Sie sich gesteckt? Ja, das Ziel des Vereins hat sich mit meinen Zielen ganz einfach gedeckt. Der BFC möchte in die dritte Liga aufsteigen. Das ist auch mein Ziel. Und deswegen waren wir da schneller einig, dass wir gemeinsam dieses Ziel angehen. Ja, wie schafft man das, diesen Aufstieg in die dritte Liga? Ist ziemlich kompliziert in der Regionalliga Nordost. Natürlich keine leichte Aufgabe, ist auch ein Projekt, das über eine ganze Saison gehen muss und man muss auch konstant über die ganze Saison ein Level halten. Wir werden das mit Hirn und Verstand angehen, ganz einfach, um gezielt und geplant in die Saison zu starten. Und dann müssen wir natürlich das Niveau hochhalten über das ganze Jahr und dann am Ende vielleicht die Früchte ernten. Welche Art des Fußballs kann man von Ihnen erwarten, von Ihrer Mannschaft? Es hängt natürlich ein bisschen von den Jungs auch ab, wie wir spielen werden, aber im Grunde genommen möchte ich schon offensiven Fußball zeigen. Wir wollen vorne drauf gehen, wollen hoch attackieren, um dann ganz einfach auch gute Umschaltmomente zu haben. Aber im Fußball gehört eigentlich alles dazu. Man muss gut verteidigen, man muss gut angreifen, man muss gut rausspielen. Also abwarten, was passiert. Wie ist es für Sie persönlich, aus Wien jetzt nach Berlin zu kommen? Ja, ich bin ja gebürtiger Wiener, aber ich lebe seit vielen Jahren in Salzburg, eine kleinere Stadt natürlich als Berlin, aber ich kenne die Großstadt aus meiner Wiener Zeit und das deckt sich sehr, sehr viel mit meiner damaligen Zeit, wo ich aufgewachsen bin und ja, freue mich natürlich in einer so tollen Stadt, in so einer historischen und geschichtsträchtigen Stadt leben zu dürfen und werde natürlich neben dem Fußball auch das eine oder andere Kulturelle mitnehmen. Sie haben auch schon das Sportforum erlebt beim Spiel gegen AS Monaco, ein altehrwürdiges Stadion, wie ist Ihr Eindruck? Ja, es sind viele Dinge, die altehrwürdig sind, aber toll, weil es spannend ist, ganz einfach in so einer geschichtsträchtigen Umgebung zu arbeiten. Und ich freue mich drauf und ja, es ist eine tolle Geschichte. Vielen Dank. Gerne.